Einen wunderschönen guten Abend, liebe Fußballfreundinnen und Freunde. Und ich darf vor allen Dingen auch in besonderem Maße alle Spielerinnen begrüßen zur heutigen Saisoneröffnung in der Mittelrheinliga hier bei uns in Köln-Deutz. Mein Name ist Christos Katsidis. Ich bin seit dem 18. Juni Präsident des Fußballverbandes Mittelrhein. Wir hoffen, dass wir damit auch so eine Initialzündung haben und den Frauenfußball weiter nach vorne bringen können. Uns ist das eine Herzensangelegenheit. Die Emily wird hier gleich noch was sagen. Und ich kann nur an der Stelle meine Unterstützung zu sagen, wenn auch immer mal wieder etwas sein sollte, sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns, wir unterstützen, wir helfen. Wir wollen, dass der Frauenfußball weiter in Deutschland wächst. Wir werden am Ende sehen, wer der Gewinner sein wird. Wir freuen uns auf ein tolles Spiel bei tollem Wetter und tollen Rahmenbedingungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß heute Abend. Auch ein herzliches Hallo von mir. Mein Name ist Emily Schmidt. Ich bin seit 2 Monaten die Vorsitzende vom Verbandsausschuss für Frauenfußball. Also den ersten Zungenbrecher habe ich jetzt schon mal gemeistert. Ich freue mich total, dass alle hier sind, weil heute, das ist eine echte Premiere im FVM, eine Saisoneröffnung im Frauenfußball hat es bisher noch nie gegeben. Also ihr seid jetzt alle Teil von dieser Premiere. Wir möchten aber natürlich, dass sich dieses Event etabliert und wir noch viele, viele Saisoneröffnungen gemeinsam feiern können. Dafür stehe ich jetzt auch hier stellvertretend für meinen Ausschuss. Wir wollen den Frauen im Fußball und allen Spielerinnen, Frauen und Mädchen im FVM in den nächsten Jahren viel Aufmerksamkeit schenken und die Wertschätzung entgegenbringen, die wir alle, glaube ich, auch verdient haben für das, was wir wöchentlich auf die Plätze bringen. Und deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, wir spielen jetzt Fußball. Ich wünsche den beiden Mannschaften heute Abend in erster Linie viel Spaß, viel Erfolg, für uns vielleicht auch ein paar Tore. Und allen anderen Mannschaften im FVM eine gute und erfolgreiche Saison 2022-23. Viel Spaß allen heute Abend. Doch ein Sack, wie das mir gelang. Sind sie wohl